Tag 4. Herzlich willkommen bei Dead Age. Gute Arbeit, Alien. Die Waffe lässt sich jetzt für alle Überlebenden einsetzen. Denkt dran, immer wieder mal neue Waffen zu craften. Je höher der Level des Ausrüsterjobs ist, desto besser auch das Ergebnis. So. Mein Charakterbogen Level Up für alle drei Gefährten. Für Helien werde ich die Jobskills und die Kampfskills erhöhen. Bei den Jobskills werde ich mich auf Medizin spezialisieren. Ich bin ganz gewissenhaft. Diesmal Medizin erhöht die Resistenz. Und bei den Jobskills, denke ich, werde ich den Sanitäter-Skill verbessern. Und je höher der Sanitäter-Skill wird, umso besser. Dann kann ich auch später Teammitglieder heilen. Ja, Änderungen speichern. So. Weiter geht's. Muss kurz überlegen. Grundwert für Survival. Ja, jetzt der Hank. Den habe ich auf Survival spezialisiert. Der ist, er kann dann gut jagen im Wald, zum Beispiel, wenn er einen hohen Survival-Skill hat und kann Lebensmittel besorgen. Lebensmittel sind enorm wichtig. So, der Hank. Survival-Meister. Grundwerte für Handwerk, Medizin und Wachsamkeit sollte der Hank eigentlich auch haben. Das Handwerk ist wichtig, um Ausrüstungsgegenstände herzustellen, wie Munition oder ein Schrottgewehr oder Medikits. Kampfskills. Leider habe ich jetzt keine Punkte mehr, also nur einen Punkt. Unsere Dame im Team, Lydia, habe ich spezialisiert auf Wachsamkeit, damit sie das Camp bewachen kann. Sehr wichtig. Oder Schlösser knacken kann. Zum Beispiel den Kofferraum knacken. Autokofferraum. Damit nicht die Alarmanlage angeht und die Zombies kommen in Willen angedackelt. Den Survival Skill habe ich auch leicht erhöht. Ich glaube, so sieht das schon alles sehr gut aus.
15 Nahrung haben wir. So, welche Quests haben wir? Auf dieser Seite vergebe ich die Jobs. Jäger, der Henk geht auf die Jagd und besorgt Nahrung. Die Lydia, die bewacht das Camp, damit das nicht überfallen wird von Zombies oder Punks. Ich kontrolliere nochmal, ob der erforderliche Skill hoch genug ist, damit sie das Camp auch bewachen kann. Gut bewachen kann. Ich schaue mir jetzt nochmal die Skills von Halion an. Was wir mit den Medizin-Skill machen können. Ob ich eventuell ein Medikit herstellen kann, wenn der Sanitäter-Skill hoch genug ist, könnte es möglich sein. Ja. Henk ist auf der Jagd und besorgt Nahrungsmittel. Lydia bewacht zurzeit dann das Camp. Halion macht jetzt, der kroftet jetzt. Mal gucken, was ich mache. Dabei vergeht auch ein Tag. Und wenn ein Tag vorbei ist, dann hat sich die Lebensenergie um 20% regeneriert. Das ist sehr wichtig zum Überleben. Fünfter Tag. Zusammenfassung des Tages. Der Tag bricht an. Die Überlebenden regenerierten 20% Lebensenergie. Trish kommt in der Bar auf dich zu und flüstert dir vorsichtig ins Ohr. Halion, der Sheriff hat einen neuen Überlebenden zufällig auf Streife aufgegabelt. Er ist etwas schwierig. Er war betrunken, als wir ihn gefunden haben. Und, naja, du gehst auf den Ex-Soldaten an den Tresen zu und musterst ihn ruhig. Was starrst du mich so an? Ich bin schon längst nüchtern. Die Bartussi braucht mich gar nicht so sorgenvoll anschauen. Mir geht's gut. Die Welt ist wunderschön mit all diesen Fabelwesen. Halb Tier, halb Mensch oder so ähnlich. Jetzt haben wir endlich einen Grund, alles abzuknallen. Früher beim Militär hatte ich deshalb immer ein schlechtes Gewissen. Er lacht dir schallend ins Ohr. So, dass du zusammenzuckst. Du bemerkst den bitteren Geschmack in seinen Worten. Können wir dich irgendwie unterstützen? Das Camp ist dafür gemacht. Wir versuchen den Überlebenden zu helfen. Ihr könnt mir nicht helfen. Ich habe alles verloren, was ich liebte. Was soll man machen? Mir geht es da ähnlich. Meine Schwester ist erst vor kurzem gestorben. Aber ich versuche etwas Neues aufzubauen. Lass uns was Sinnvolles anstellen. Du weißt, wie man schießt. Also lass uns jagen gehen. Jagen? Früher war ich gern mit meiner Frau jagen. Ob es glaubst oder nicht, sie ist eine bessere Jägerin als ich.
Trish nickt dir zu. Es ist eine gute Idee, auf diese Weise den deprimierten Soldaten besser kennenzulernen. Vielleicht redest du noch vorher mit Jamal in der Bar. Lass dir nur nicht so viel Zeit. Er scheint mir dafür mental zu labil zu sein. So, vier Leute in der Gruppe. Ich schaue mir jetzt die Ausrüstung an. Helien hat den Knüppel und die Pistole und Munition. Da kann man eigentlich nichts viel anderes machen. Das ist schon so okay. Der hat die Uzi. Hank hat auch eine Knarre und eine Keule und ein schmutziges Unterhemd. Unsere Ausrüstung. Lydia, Helien, Jamal, der ist neu. Hank. Soll ich auf Reisen gehen? Der betrunkene Soldat. Mit Jamal in den Wald. Eine Jeschkeule schießen. Hank geht wieder auf die Jagd. Lydia bewacht das Camp. Weil ich alleine mit Jamal losziehen muss, dann muss ich das so machen. Ansonsten würden die anderen mitkommen. Deshalb müssen die eine Beschäftigung haben, damit ich alleine losziehen kann mit Jamal. Ja, Jamal ist ein Problem. Er redet auch Quatsch. Genau. Frech ist er noch. Frech ist er auch noch. So, der Wüter, den kenne ich noch gar nicht. Der kann eine ganze Gegnergruppe attackieren. Das heißt, wir müssen den als erster eliminieren. So muss es sein. 52 Schaden. Das ist gut. 3x16. Nicht viel schlechter. Jetzt kotzt er da auf dem Boden. Der und im orangefarbenen Overall. Was soll das denn? Das ist bestimmt so eine Säure, die, wo man nicht reinlatschen darf. Erledigt. Oh, jetzt muss ich aufpassen auf die Säure, die da auf dem Boden liegt. Am besten mit einer Fernkampfwaffe. Ach, jetzt hab ich mich verklickt. Verdammte Hacke. Ist das ärgerlich? Ich
Ich Tomtilon. Naja. Sturmgewehr. Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Da hat man schon manchmal so Konzentrationsschwächen. Aber die kann ich mir nicht erlauben. Es geht um Leben und Tod bei Dead Age. Stahl. Nehmen. Einige Hirsche im Wald. Oh, ich gehe erstmal weiter. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist ja meine Aufgabe, die Hirsche zu jagen. Nee, jetzt bin ich erstmal ruhig. Durch das Quatschen Dead Age im dunklen Wald erledigt. Wolf. Der ist auch neu als Gegner. Ich habe jetzt auch Kohldampf gekriegt. Ich war mit meinen Kindern vor ungefähr 2 Stunden bei McDonald's. Ich habe da aber nur einen mittelgroßen Cappuccino getrunken. Und so ein Stück Kuchen, das hält nicht lange an. Ich muss jetzt unbedingt was Vernünftiges zu beißen bekommen. Ich werde die Zombies aus dem Wald jagen. Und dann ist es gut. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte von Anfang an auf Hirschjagd gehen sollen. Und jetzt habe ich zu wenig Lebenspunkte. Jetzt kriege ich den Quest nicht zu Ende. Ich habe einfach zu wenig Lebenspunkte. Das ist total ärgerlich jetzt. Ja, solche Fehler darf man sich nicht erlauben. Naja, ist ja nur ein Spiel.
neues Teammitglied. Kommt ab und an mal vor. Aber meistens werden die im Kampf getötet. Sodass ich die gar nicht richtig im Team aufbauen. Gucken, wie es hier aussieht mit der jungen Dame. Ekelhaft. Erledigt. Zweite Welle. Ja, wieder der Wüter. Ich will nicht in die Kotze. Deswegen. So. Zwei Schläge noch oder zwei Schuss. Ja, ich muss zurück. Tag 6 und ich muss zurück, weil ich Mist gemacht habe. Ich mache jetzt Schluss. Tschüssi.